Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt euren Chipolo OneSpot erst einrichten und konfigurieren, also mit eurem iPhone verbinden. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann wollen wir doch mal den Chipolo OneSpot doch einmal auf unserem iPhone einrichten. Ich habe hier den Chipolo OneSpot direkt neben meinem iPhone und das erste, was ihr braucht, ist die Whoist-App. Solltet ihr die Whoist-App nicht sofort finden, ist es gar kein Problem. Ihr wechselt einfach hier in die App-Mediathek und gebt dann dort Whoist ein. Dann werdet ihr auf jeden Fall die App finden. Ich drücke jetzt einmal drauf und dann seht ihr erstmal oben eine Karte mit eurer aktuellen Lokation. Wenn nicht, dann könnt ihr hier einmal auf diesen Pfeil drücken, dann findet ihr direkt eure Lokation. Ihr seht hier unten, man kann hier damit finden Personen, Geräte, Objekte. Und ich bin jetzt auch schon bei den Objekten und ich kann jetzt hier entweder über das Plus oder über Objekt hinzufügen ein neues Objekt hinzufügen. Das mache ich jetzt auch mal. Und dann steht hier neues Objekt hinzufügen. Entweder füge ich ein AirTag hinzu oder ein anderes unterstütztes Objekt. Wir sagen jetzt hier ein anderes unterstütztes Objekt und dann drücke ich einmal hier drauf, damit er sich einmal mit dem Gerät verbindet. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon Chipolo OneSpot. Wir sagen jetzt hier verbinden und jetzt sage ich hier kann ich hier einen Namen eingeben. Zum Beispiel hier Chipolo OneSpot. So, ich gebe mal den Namen hier mal ein, sage dann einmal fortfahren und dann kann ich dafür ein Emoji auswählen und zwar je nachdem, ob ich kann zum Beispiel auch einen Koffer auswählen oder irgendwas, vielleicht auch irgendwas, was ihr damit tracken wollt. Zum Beispiel wollt ihr vielleicht euer Auto damit tracken oder ihr wollt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Schlüssel eingebe, kann ich zum Beispiel auch einen Schlüssel eingeben. Machen wir mal einen Schlüssel, vielleicht will ich jetzt an meinen Schlüsselbund machen, dann sage ich jetzt einmal fortfahren und dann steht hier Chipolo OneSpot mit deiner Apple ID registrieren. Und dann sehen wir jetzt hier, das wird eben verknüpft mit eurer Apple ID. Dein Produkt wird mit den persönlichen Daten verknüpft, die du Apple bereitgestellt hast. Einmal fortfahren, dann wird die Konfiguration abgeschlossen. Jetzt sagen wir hier Chipolo OneSpot bei dir, Routen in Karten, zeige dieses Objekt auf einer Karte an, verwende Karten, um dorthin zu navigieren. Ton abspielen, finde dein Objekt durch Abspielen eines Tons von deinem iPhone und Modus verloren. Wenn du das Objekt verlierst, kannst du eine Nachricht und Telefonnummer für die Person, die es findet, hinterlassen. Dann gehen wir einmal auf Fertigstellen und zack, das war's dann auch schon. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben unser AirTag verloren und wollen es wiederfinden, weil zum Beispiel der Schlüsselbund, den wir jetzt hier dran haben, der ist jetzt nicht da. Dann können wir einen Ton abspielen und dieser Ton ist sehr, sehr laut. Und der wird auch mit der Zeit immer lauter. Also ich finde, das Ding ist schon ziemlich laut und ist auf jeden Fall lauter als ein AirTag. Das heißt, man kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Wohnung finden. Finde ich echt richtig gut. Und dann, wenn man das eben gefunden hat, könnte man eben das Gerät, da können wir jetzt hier Ton abspielen, wieder ausschalten. Wir können jetzt hier einmal diese Route einstellen. Das heißt, die Route, wo dieses Objekt das letzte Mal gesehen wurde. Wir können auch eine Mitteilung eingeben, bei Fund benachrichtigen, beim Zurücklassen benachrichtigen. Wir können auch den Modus verloren aktivieren. Das heißt, wenn eben irgendjemand das findet und dann einscannt, dass diese Person dann sehen kann, ah, okay, dieses Gerät ist verloren. Auf jeden Fall ist das Gerät jetzt soweit eingerichtet, wenn ich es jetzt irgendwo hin mitnehme und irgendwann hat es einen Kontakt zu irgendeinem iPhone oder auch zu moderneren Androids, dann weiß ich automatisch, wo das Gerät ist. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.